Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 18. Oktober. Heute haben wir dabei Google Maps, Datally, Yahoo Groups, Nintendo Switch, Motorola und Tesla. Beginnen tun wir mit Google Maps, denn die bekommen jetzt auf Android und iOS neue Funktionen. Man kann dort dann direkt von seinem Telefon aus melden, wenn es irgendwo eine Geschwindigkeitsfalle, Radaranlage gibt, wenn Unfälle passiert sind oder wenn es einfach Verkehrsverzögerungen gibt aufgrund von einer Baustelle oder wenn irgendwas auf der Straße rumliegt. Und wenn einem das bekannt vorkommt, dann ist das nicht verwunderlich, denn diese Funktion gibt es schon bei Waze. Das ist ja die Navigationssoftware, die Google mal vor ein paar Jahren gekauft hat. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, eine israelische Firma gewesen. Und die lassen ja Waze parallel zu Google Maps weiterlaufen als Navi-Lösung, also Google. Und haben sich da wohl jetzt was abgeschaut. Aber so oder so, gute Funktion, freue mich, dass die auch in Google Maps drin ist. Bleiben wir aber beim Hause Google. Datally kannte ich gar nicht, aber kein Wunder, bin auch kein Android-Nutzer. Datally war eine App von Google, die ja dafür da war, dass man Daten sparen konnte, wenn man entsprechend nicht so einen großen Datentarif hat. Dann spart man ja gerne mal Daten, damit man nicht irgendwann auf unter LTE runterfällt, wenn überhaupt. Und die wird jetzt eingestellt, weil, ja, man weiß es nicht genau, die wurde anscheinend nicht so oft genutzt und auch mit Android 10 war sie gar nicht kompatibel. Ja, unter iOS gibt es ja auch die Möglichkeit, diverse Apps halt auch zu beschränken. Also generell ist das ja durchaus anscheinend eine Funktion, die ja von den Leuten gewünscht wird. Aber ja, die ist jetzt erstmal aus dem Play Store verschwunden und die Aufschreie halten sich auch in Grenzen. Von daher werden die wohl weniger Leute genutzt haben. Ja, was ja vielleicht noch weniger Leute genutzt haben, sind Yahoo Groups. Das waren halt Gruppen, mit denen man sich austauschen konnte zu unterschiedlichen Themen. Und wie so vieles bei Yahoo, wird das eingestellt oder irgendwie denn ab dem 28. Oktober sind keine Uploads mehr möglich. Und ab dem 14. November werden alle früher hochgeladenen Inhalte gelöscht. Ja, ist das dann das Ende von Yahoo Groups? Anscheinend nicht, denn man kann sich wohl weiter austauschen via Mail, was jetzt total absurd für mich klingt. Aber ja, ich glaube, da wird es noch weniger Aufschrei geben, zumindest hier in Deutschland. Ja, dafür weniger Aufschrei, sondern mehr Gejubel gibt es bei Nintendo, denn die haben neue Zahlen bekannt gegeben. In 10 Monaten in Folge war die Nintendo Switch die meistverkaufte Konsole in den USA. Jetzt steht ja auch noch die Switch Lite in den Regalen und der Erfolg wird wahrscheinlich weitergehen. Mittlerweile haben die in Nordamerika über 15 Millionen verkauft. Das ist anscheinend wohl auch ein neuer Rekord für die. Und letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass die Switch in Europa auch schon über 10 Millionen Mal verkauft wurde. Also von daher gute Zahlen, für Nintendo läuft, sag ich mal. Für die, die es weniger so lief in den letzten paar Jahren, war Motorola. Die sind ja auch ein bisschen getingelt. Google hat die ja mal gekauft, dann wieder weiterverkauft. Ja, und jetzt haben sie Einladungen rausgeschickt für den 13. November in Los Angeles, die ja versprechen, dass eine Ikone wieder reinvented wird, auf die viele gewartet haben. Und ja, die meisten sind sich sicher, dass es sich dabei um das Motorola Razr handelt, das Klapphandy, damals noch bevor wir Smartphones hatten, eins der beliebtesten, meistverkauftesten Handys der Welt. Und man vermutet, dass Motorola da jetzt ein Klapp-Smartphone rausmacht. Wie sie das machen, schauen wir mal. Am 13. November wissen wir dann mehr. Ja, und wie vielleicht der eine oder andere auf Twitter, Instagram oder sonst wie mitbekommen habt, Martin hat mich ja gestern vertreten, weil ich auf dem Weg, zur Aufnahme vom Daily war ich im Flugzeug, auf dem Weg nach Hongkong. Da bin ich jetzt auch und von daher passt halt zum Ende unserer heutigen Daily noch ein China-Thema drin zu haben, denn Tesla hat jetzt hier die Zulassung bekommen, dass sie Autos bauen dürfen in China. Jupp, das, Chinese Industry Ministry, Industrieministerium,
Naja, Ministry of Industry and Information Technology. Ja, mein Gott, man kennt sowas nicht. Die haben jetzt halt eben entsprechend bekannt gemacht, die neue Liste der zugelassenen Autohersteller. Und da ist Tesla jetzt auch dabei. Tesla hat ja schon gesagt, dass sie eine 2-Milliarden-Fabrik in Shanghai bauen möchten. Die erste außerhalb der Vereinigten Staaten. Und das sollte ja auch... Ja, also es ist schon angetreten worden und das sollte ein Track sein, aber es bringt natürlich nichts, eine Fabrik zu haben, wenn sie keine Autos bauen dürfen. So, das haben sie jetzt geregelt. Es gibt bald Teslas aus China, wahrscheinlich erstmal nur für China, aber mal gucken. Würde mich nicht wundern, wenn die natürlich auch woanders verkauft werden. So, das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Freitag, habt ein tolles Wochenende. Bleibt positiv, ab Montag ist der Martin wieder für euch da und... ja, wenn ihr Bock habt, schaut bei mir auf Instagram mal rein. Ich werde ein bisschen was hier aus Hongkong in den Stories drin haben. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.